Was ist? Ich wurde gerammt. Das zweite Mal diese Woche. Aktivisten? Wer sonst? Alles unter Kontrolle. Natürlich. Ist der Vize auch da? Sicher. Er ist sehr an deiner Beförderung interessiert. Halt dich von Dietrich fern. Wie? Er ist kein Umgang mehr für dich. Ich pflege keinen Umgang. Dann frage ich mich, warum du es nicht gemeldet hast. Was? Dass Dietrich dich zum Profitage aufgefordert hat. Also. Wir haben sie unter Kontrolle. Du hast perfekt mitgespielt, exakt nach Profil. Du bist befördert, Vincent. Teamwork. Melde dich, wenn du wieder bei Kräften bist. Wo ist Lisa? Inspektor! Sie wollten sprechen. Ich wollte Ihnen danken, dass Sie mich gleich empfangen haben. Inspektor Weidinger. Ich weiß, wer Sie sind. Sie kommen aus Wien. Sie sind hergekommen, um den alten Inspektor zu ersetzen. Der hat so schlecht gehört. Das wiederum weiß ich, weil ich eine Freundin von Richter Wessely bin. Selbstverständlich stehe ich Ihnen zur Verfügung, aber ich bitte Sie um Diskretion und stören Sie mir nicht den Hotelbetrieb. Ja, und jetzt, da ich zu Wort komme, verspreche ich Ihnen, dass ich, soweit es in meiner Macht steht, äußerste Diskretion walten lassen werde. Aus welchem Grund führen Sie Ihre Ermittlungen hier durch? Nun, wie Sie wissen, gab es einen Mord. Ich kann Ihnen jetzt keine Einzelheiten offenlegen, aber ich muss Sie auf jeden Fall bitten, mir Ihr goldenes Vorlegebesteck zu zeigen. Entschuldigung? Das goldene Vorlegebesteck. Natürlich, Inspektor, habe ich Duplikate. Mir gehört schließlich dieses Hotel. Aber ich benütze sie nicht. Überprüfen Sie sie häufig? Nein. Dann hätte also jeder aus der Familie oder auch vom Personal den Schlüssel herausnehmen und dann wieder zurücklegen können. Ja. Wenn Sie erlauben, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Einmal in der Woche wird das Besteck geputzt. Auch bei dieser Gelegenheit könnte etwas gestohlen worden sein. Hm. Und wer ist hierfür zuständig? Die Kellner. Immer verschiedene. Das letzte Mal habe ich einen neuen damit beauftragt. Einen von den Saisonkräften. Dann bringen Sie mir diesen Kellner. Mit Verlaub. Wenn Sie mir bitte folgen möchten. Du hattest mir versichert, dass man nie wieder von ihr spricht. Und was ist? Die Polizei findet ihre blutige Uniform. Aber ich habe sie doch verbrannt. Das war dein erster Fehler. Dein zweiter? Du hast mir Geld gestohlen und denkst, ich hab's nicht bemerkt. Der lag auf meinem Schreibtisch. Jemand weiß von Katharina und erpresst uns. Schafft das Problem aus der Welt. Genau das versuche ich zu tun. Ein für alle Mal! Und versage nicht.
keine andere Wahl. Du musst durchhalten, du darfst nicht aufgeben, jetzt wo deine Schwiegermutter kommt. Ich kann ihr nicht gegenübertreten, Mama. Ich kann ja nicht einmal Rudolf in die Augen schauen. Ich muss ihm sagen, dass ich das Kind verloren habe und dass ich keins mehr bekommen kann. Bitte, es ist deine Entscheidung, wenn du dich ins Unglück stürzen willst. Aber ich sag dir eins, dein Mann wird sich von dir scheiden lassen. Damit ist dein gesellschaftlicher Status ruiniert und alle Türen sind dir verschlossen. Aber ich schaffe es nicht, Mama. Du schaffst es. Jakob, ich kann dich nicht ständig vor dir selbst schützen. Du musst endlich erwachsen werden. Mama, hast du mich gerufen, um mir das zu sagen? Nicht nur deswegen. Ich muss dir eine schwere Entscheidung treffen. Ich werde sagen, du bist verreist. Ich hoffe, Sie werden stark sein. So stark, wie es Ihre Mutter war. Denn sie hat erzählt, wie die Dinge tatsächlich gelaufen sind. Ach ja? Was hat sie erzählt? Dass ich gelogen habe, um dich zu schützen. Schließlich bist du mein Sohn. Trotzdem wird es Zeit, dass du endlich Verantwortung für deine Taten übernimmst. Oh. Welche Taten meinst du? Ich bin unschuldig, Inspektor! Langsam, ja? Hey, fasst mich nicht an! Mama, sag ihm, dass ich unschuldig bin! Inspektor, ich habe Gigi nicht getötet! Mama! Mama, sag es ihm! Inspektor, ich habe sie geliebt, ich bin unschuldig! Fasst mich nicht an! Mama! Mama! Mama, du bist eine Lügnerin! Krebs. Krebs? Das ist aber schon ganz schön heftig, oder? Ich meine nur, weil Sie vorher gesagt haben, dass es in Ihrer Familie keine schwerwiegenden Krankheiten gab. Ja? Das habe ich total vergessen. Oder nicht verstanden, was Sie gemeint haben. War das schlimm? Der Krebs? Das Sterben Ihrer Mutter? Ich habe damals alles so von außen gesehen. Auch die Erkrankung und den Krebs. Ich habe das beobachtet wie jemanden, der jemanden beobachtet beim Sammeln. Deswegen habe ich nicht dran gedacht. Dann habe ich seine Hand gehalten. Und ich habe dann gedacht, in diesem Moment, dass Joe und ich sind die einzigen beiden Menschen, die es gibt auf der Welt. Wie lange sind Sie so da gesessen? Bis ich aufs Klo musste. Aufs Klo? Ja, muss ja jeder mal, oder? Ja. Und wie viel Zeit ist da vergangen? Weiß ich nicht, Stunden vielleicht. Jedenfalls dieses aufs Klo müssen hat mich dann wieder hergebracht. Und was haben Sie dann gemacht? Ich habe mich angezogen und bin kurz raus. Susi? Susi? Kein Vergleich zu dir. Am Gesang müssen wir noch arbeiten.
Gesang wird überbewertet. Hauptsache, die Titten kommen gut. Irmi, ich melde mich. Ah. Großen Bühnen der Welt verabschiedet. Stimmt, ich trete jetzt in kleinen Clubs auf. Ich liebe diese Intensität, das Familiäre. Ich bin viel näher meinem Publikum dran. Ich bin glücklich. Ich lebe genau das Leben, das ich leben will. Scheiße! Über Wasser gehalten habe ich mich. Habe ich Hühnerärsche gerupft. Hab mich vom Priester in den Arsch fegen lassen, damit ich sie einladen kann in diese Villa, damit es gebührend ist für sie. Habe heute Morgen das Sparschwein meiner Tochter geplündert. Wie kurz wie. Ich